Im letzten Jahr haben wir ein sehr gutes Jahr gehabt. Und jetzt gibt es eine Abkühlung, vor allem weil die Konjunktur ja unseren wichtigsten Absatzmärkte abgenommen hat. Darum wird es in diesem Jahr nicht mehr so gut weitergehen. Wir stellen fest, dass unsere Auftragseingänge einen kleinen Einbruch erfahren haben. Das hat sich abzeichnet bereits Mitte vom letzten Jahr. Und von dort her gehen wir von einer Seitwärtsbewegung aus für unsere Industrie. Wir haben die Frankenstärke noch nie überwunden. Namentlich gegenüber dem Euro haben wir uns aber eingestellt auf die 1,14. Der Franken ist aber immer noch sehr hoch bewertet und stellt eine Herausforderung dar. Bei der Beschäftigung können wir sagen, dass wir den Tiefpunkt überwunden haben im 2017, wo wir nur noch 312'000 Beschäftigte hatten. Unterdessen sind wir bereits wieder auf erfreulichen 320'000 Arbeitsplätze. Wir können uns durchaus vorstellen, dass der Arbeitsplatzaufbau sich fortsetzen wird, wahrscheinlich nicht mehr im gleichen Tempo wie den letzten paar Quartalen. Für die MEM-Industrie bin ich insgesamt zuversichtlich, aber man darf die Risiken, die drin sind, nicht unterschätzen. Wenn die ausbrechen, dann sieht die Welt ganz anders aus.